Auf jeder Baustelle fallen Abfälle an. Und wir schauen uns heute an, ob das Bauunternehmen, durch dessen Tätigkeit eben diese Abfälle anfallen, als Abfallerzeuger oder sogar darüber hinaus als Abfallsammler zu qualifizieren ist. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und auf so einer Baustelle fallen im Regelfall halt dann mal Baurestmassen an oder Bodenaushubmaterialien und die werden ja in der Welt der Umweltrechtler als Abfälle klassifiziert. Und das Bauunternehmen, das sozusagen vom Bauherrn mal den Auftrag bekommen hat, die Baustelle durchzuführen, dieses Bauunternehmen ist mal rechtlich verpflichtet, diese Abfälle einem befugten Sammler oder Behandler zu übergeben und diesen auch noch explizit mit der ordnungsgemäßen Entsorgung zu beauftragen. Das ist soweit einmal unstrittig. Diskutiert wird aber seit vielen Jahren, ob das Bauunternehmen eben nicht nur Abfallerzeuger ist, sondern eigentlich sogar Abfallsammler. Das ist eigentlich bisher die Rechtsauffassung des Umweltministeriums, die sagt, der Bauherr, der Auftraggeber, ist einmal der Abfallerzeuger und das Bauunternehmen, der Auftragnehmer, ist dann schon als Abfallsammler zu klassifizieren. Und das hat gewisse Konsequenzen, weil ein Abfallsammler braucht eine spezielle Sammlererlaubnis, die ihm dann für einzelne Abfallarten auch die Berechtigung gibt, das zu tun. Und wenn er die nicht hat, dann ist das natürlich haftungsträchtig und diese potenzielle Haftung trifft dann nicht nur den Bauunternehmer, weil er die Sammlererlaubnis nicht hat, sondern eben auch den Bauherrn, den Auftraggeber, weil er dann einen nicht befugten beauftragt hat. Und das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat sich das jetzt angesehen und mit Entscheidung vom 28.11.2017 entschieden, das Bauunternehmen ist als Abfallerzeuger zu klassifizieren und nicht als Abfallsammler. Und entscheidend ist, dass eben Abfallerzeuger nach den Buchstaben des Gesetzes derjenige ist, durch dessen Tätigkeit Abfälle anfallen. Und das Gericht sagt, genau das passiert eben jetzt durch das Bauunternehmen. Da geht es auch nicht um irgendwelche komplexen rechtlichen Konstruktionen, sondern entscheidend ist die faktische Innehabung. Wer hat den Abfall tatsächlich in Händen? Das ist der Erzeuger. Und der Sammler ist ganz ein anderer, das ist dann schon ein Dritter, der eben dann von einem anderen die Abfälle zur Sammlung eben entsprechend übernimmt. Ja. Eine Einschränkung gibt es noch, das Landesverwaltungsgericht sagt, entscheidend für diese Sichtweise ist, dass das Bauunternehmen frei ist in seiner Dispositionsbefugnis, dass das Bauunternehmen selber entscheidet, wenn die Abfälle übergeben werden, wie die ordnungsgemäße Entsorgung passieren soll. Da werden also künftig die Bauherren als Auftraggeber und die Bauunternehmer als Auftragnehmer bei ihrer vertraglichen Gestaltung entsprechend aufpassen müssen. Und unter der Voraussetzung wird man dann davon ausgehen können, dass die Bauunternehmer im Regelfall bloße Abfallerzeuger sind.